Leistung ist erstmal etwas Positives. Es ist ja toll, wenn Menschen in der Lage sind, etwas zu leisten. Das gilt in der Arbeit, das gilt aber auch im Sport. Bewegung ist etwas Schönes und Sport ist ein geregelter, guter Wettkampf, in dem es natürlich um Leistung geht. Das finde ich erstmal gar nicht problematisch. Schwieriger ist ja das Verhältnis zur eigenen Leistung. Definiere ich mich als Mensch nur über die Leistung oder kann ich auch gut Mensch sein, wenn ich keine Leistung bringen kann? Darum geht es eigentlich. Also es geht weniger um die Leistung an sich, sondern vielmehr um das Verhältnis zur Leistung. Und die Botschaft des Glaubens ist auch die, du bist Mensch, im Kern von Gott gewollt, geliebt, unabhängig von dem, was du leistest. Das wiederum ist aber eine sehr gute Basis, sich auch zum Beispiel sportlich durchaus mit Leistungswillen zu engagieren.